Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei Resident Evil 4 Remake. Auch hier will ich nochmal erwähnen, Entschuldigung, wenn ich husten muss. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich produziere vor, es ist immer noch vor Weihnachten, damit ich über Weihnachten und Neujahr ein bisschen Ruhe habe, mich ausruhen kann und nichts aufnehmen muss. Es ist natürlich, ihr müsst es ja wissen, ich bin krank. Und ich rede den halben Tag. Ich nehme auf. Ich rede nonstop hier irgendeine Scheiße. Und das ist, ja, nicht gut für. Dafür. Und hier können wir. Eine dreckige Perlenkette ist in Ordnung. ja, nur, dass ihr das wisst. Es tut mir wirklich leid. Ich kann es nicht unterdrücken. Manchmal kommt es dann so. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Da hinten war er gerade gefangen. Du einmal weg. Und du auch weg, bitte. Weg, habe ich gesagt. Ich glaube, er ist so. Nein, nicht in die Falle laufen. Das war nicht leicht. Oh, es juckt mich die ganze Zeit in der Nase. Ich konnte nichts machen. Er muss kommt direkt zu husten wieder. Und Smaragd. Nice. Oh, ich dachte mir, im Sniper ziehen wir den mehr ab. Das war jetzt aber auch fies, ey. Da steht der da um die Ecke. Dann ist hier in irgendeine Falle da, in die Falle ist er reingelaufen. Idiot, Idiot. Okay. Ah, das wäre es natürlich auch gewesen. Habe ich aber nicht gesehen. Dann wäre ich erst weggelaufen und wäre dann hier durch. Ja, egal. Okay, wir lassen es aber mal stehen. Was haben wir hier? Sieht ein bisschen spooky aus hier. Also, naja, gut, generell. Mhm. Na ja, gut, gehen wir mal ins Haus. Hallo? Oh, geht scheiße. Gar nichts. Okay. Gibt es irgendwie einen anderen Weg? Schade. Sieht so vertrauenserweckend aus hier. Warum sind die Fallen schon alle ausgelöst? Mhm. Bisschen Resident Evil 7 Feeling. Steht er da einfach mit seiner scheiß Kettensäge. Versucht mich voll zu labern. Ey, ich bin hier am Holz machen. Stör mich nicht. Oh. Da wollen wir mal aufpassen hier. Okay. Kommen wir durch den Hintereingang. Mhm. Ist hier noch was? Sieht nicht da noch aus. Okay. Wenn ihr. Ah, fuck. Wie kann man so behindert sein? Mit dem scheiß Plumpsklo. Steht einfach dieser scheiß Typ und wartet. Wochenlang, monatelang. Bis ich da reinkomme. wie sieht's mit Healing aus? Ich glaube, wir können mal so ein Ei vernaschen. Doch gut Healing. So, wir gucken erstmal hier nicht unten. Schlecht. Nicht schlecht, sagt er. Nachbarn ja von Neid ablassen. ja. 1000 Peseten ist. Okay. Okay, ein tolles Rätsel. Ich liebe Rätsel. Oh, eine Handgranate. Wo könnte es denn Hinweise geben? Für das, also auf das Rätsel. Hier vielleicht? Alte Fotos. Okay. Was ist mit der Kerze da passiert? Was ist mit dem Wachs?
Sieht nicht so geil aus. Da ist noch ein Foto. Okay, irgendwie ausradiert. Endlich. Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, dankt unserem Herrn. Okay. Ja. Oh, geil, noch ein Schlüssel. Das ist ja. Nee, wir lassen mal zu eben. Nicht, dass da noch ungebetene Gäste kommen. Mietz, mietz, mietz. Das ist ein Hase, ist das. Oh. Oh, geil. Sehr schön. Okay, ich will mal eben hier gucken, ob es hier irgendwie einen Hinweis auf das Rätsel gibt. Nee. Vielleicht hier oben. Hallo? Also merkt man schon die Haltbarkeit auf. Oh, fuck. Platzsparend anzuordnen. Ja, super, Leute. Platzsparen. Was soll ich hier noch am Platz sparen? Vielleicht müssen wir die hier. Ja, müssen wir irgendwie zusammenführen. Ich weiß nicht, was das soll. Dann nehmen wir den hier nämlich mit. Wir können auch direkt so einen herstellen. Vielleicht verkaufen wir auch mal was beim Händler das nächste Mal. Nein, nein, nein. Das kommt natürlich mit. Ach so, ich hätte es auch direkt. Ah, egal. Ist egal. So, eben mal speichern. Okay. Was haben wir hier? Getreide, Schwein, Kind. Es tut mir leid, ich muss mal eben was trinken, Leute. Ich weiß, das ist übelst nervig. Ich kann es leider nicht verhindern. Es ist einfach das ganze Gelaber die ganze Zeit. Okay, in Hochachtung von unserem Meister Brodersvolk, teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer, sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt, sein kräftigstes Schwein, Digga, die verarmte Alte, ihr geliebtes Kind. Also, Getreide, Schwein, Kind. Das gehen wir jetzt erstmal direkt checken. Getreide, Schwein, Kind. Getreide, Schwein, Kind. Okay. Eine Kristallkugel. Okay. Können wir da irgendwas machen? Untersuchen? Okay. Wir können aber auch nichts kombinieren, ne? Edelstein einsetzen? Nee. Okay, warte mal, stand da, was das alles wert ist? Ja, tatsächlich. Aber das ist was, was wir brauchen. Okay, das ist jetzt ein wichtiges Objekt. Ist nicht zum Verkaufen. Kein Schatz. Wow, wow, wow. Was hat er denn für einen Angriff? Warum halten wir unsere Schulter? Aha. Hier kommt die Kugel rein, oder? Tatsache. Drehen. Okay. Oh, wir sind nah dran, oder? Okay, mir wird schlecht hier. Ja, und jetzt nur ein bisschen gerader. Wie kriegen wir das denn jetzt ein bisschen gerader? So. Noch ein bisschen gerader.
Jawohl. So, der nächste Gegner. Nein, das wäre es aber gewesen. Okay, Pistolenmuni, sehr schön. Insignienschlüssel, alles klar. Auf einmal kommt die... Oh mein Gott! Dein Blut hat die Gabe angenommen. Was ist das? Wer zur Hölle ist das? Luis? Luis, bist du's? Okay. Kapitel beendet. Wir haben das Zimmer noch nicht ganz durchsucht. Vielleicht war da noch was. Na gut, Leute. Dann beenden wir die Folge. Ich muss mir hier meine Kabellage richten. Seht ihr gar nicht, aber ist egal. Von meinem Mikro. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich glaube ich schon gesagt. Tschüss.